Bobbing, da sind wir wieder. Story 1. Bin froh, dass ihr hier seid. Es heißt, Mordremos habe die ganze Flotte ausgelöscht. Die Nachricht macht Frostbeißer etwas nervös. Ups. Ich meine, weil die Klinge des Schicksals an Bord war. Ich hoffe, es ist ihnen nichts passiert. Mir geht's wie Frostbeißer. Der Boss und die Klinge des Schicksals haben Saitan mit Luftschiffen zur Strecke gebracht. Wie konnte es diesmal so schief gehen? Das werden wir gleich selber sehen. Ich brauche euch beide beim Aufmarschgebiet in der Nähe der Bernsteinwanderdüne, sobald ich dort bin. Verlasst euch auf uns. Muss bloß noch die letzten Mordrem hier wegputzen. Klingt gut. Wir sehen uns dann bald. So. Und lass mich ran, das hat das gerade die Quest resettet. Nee, Quatsch, das sind die neuen. Ihr kommt doch alleine klar. La 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 la. Ups. Das war gar kein Gegner. Tut mir jetzt ganz leid. Hör auf, du Scheißköder. Stirb. Hör auf, bloß zu kläffen, ey. Oh, ich habe ihn verkrüppelt. Das ist gut. Dann habe ich ja doch Krüppeln irgendwie drauf auf den Attacken. Wenn es so ist. Da 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 da. Was bist denn du? Ein Drescher, Lebensfresser. Oh, jetzt kommt auch noch der Wichser dann. Toll. Was für ein Gegner habe ich eigentlich gerade an? Anzeige war oben falsch. Oh, jetzt stirb mal endlich. Du gehst mir echt auf den Sack, du dämliches Mistviech. Ja, geh sterben. Oh, wie mich das gerade ganz kurz an Prince of Persia erinnert mit dem Sand hier. Oh, super Thumbnail. Und nochmals in die Richtung. Eine, da kann ich richtig schön das Logo da hinten verschwinden lassen. Müssen wir drauf achten. Vielleicht habe ich das sogar gemacht. In der letzten Folge allerdings. So. Da ist alles voller Blumen. Hier ist eine Transportertür. Bin schneller als ein Centaur. Oh Gott, was ist hier los? Oh Gott, was ist hier los? Ich sterb, glaube ich, jetzt mal. Autsch. Autsch. Ich brauche Hilfe. Die Sache wird ernst. Zah. Zah. Wurde bewegt, wie auch immer. Autsch. Okay, das war interessant. Herhören Soldaten, es gibt Soll ich das nochmal machen? Nein. Ja, ich muss da hinlaufen, ja. Das gesamte Ausmaß kennen wir noch nicht. Aber vorläufigen Einschätzungen zufolge müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Unsere Befehle sind unverändert. Dieses Fort ist um jeden Preis zu halten. Die Flotte haben wir verloren. Aber die Silberwüste werden wir nicht verlieren. Die Bernsteinwanderdüne ist der primäre Sammelpunkt für Überlebende. Der Pakt verlässt sich darauf, dass wir diese Warum habe ich einen Talisman hier, der... Gebt Acht und so. Teure Arbeit. Talisman. Die erste Runde ist an Mordremos gegangen. Aber dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Ja, ich habe ein Event erreicht. Warum auch mal?
glaube, ich mache so mehr Schaden mit dem Ding. La la la. Hier muss er da doch durch, ne? Muss er da irgendwie auf die andere Seite? Ich hätte auch drum herum gehen können. Toll. Verschlungenes Labyrinth entdeckt. Hallo Boss! Ganz Ruttersum redet von der Paktflottenkatastrophe. Mir war klar, dass ihr was unternehmen würdet. Also bin ich gleich gekommen, um mitzumachen. Schraddel und ich haben den Einheimischen ein bisschen gezeigt, wie man Mordrem verdrischt, während wir auf euch gewartet haben. Oh, und Kanach hat auch mitgeholfen. Ja. Ich habe mitgeholfen. Eigentlich dachte ich ja, die Erstgeborenen nehmen sich wichtig. Aber das... Kommandeur, Gräfin Anis schickt mich. Ich soll euch beim Kampf gegen Mordremos unterstützen und die glänzende Klinge repräsentieren. Der Dschungel wird Mordremos nicht lange genügen. Mordrem dringen jetzt schon in weit entfernte Gebiete wie das Djessa-Plateau vor. Obendrein habe ich ganz klar persönliches Interesse am Sieg über den Dschungeldrachen. Wie dem auch sei, ihr könnt über mich verfügen. Gut, dass ihr beide dabei seid. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Rücken wir aus. Bling. Oh, Rendesequenzen. Das ist neu. Ach, das war's schon. Ne, doch nicht. Irgendwie sieht das aus wie die Zerg. Es können doch die Wurmkultisten aus ESA sein, die das gerade casten. Ah, okay. Och, nice, schön. Schönes Intro. Die Bernsteinwanderdüne wird angegriffen. Bin ich nicht einfach unschlagbar? Wird ein Gegenstand haben, mit dem man verschlossene Truhen öffnen kann. Da. Haufen neuer Sand. Und das andere war eine Geode. Toll. Muss ich da noch reingehen oder kann ich jetzt schon Beherrscherpunkte machen? Okay, hat sich erledigt. Ich hab's selbst herausgefunden. Mein Trinken ist alle. Ich hab nichts mehr zu trinken. Oh Mann. Also das muss ich noch machen und dann bin ich fertig. Zeitgleich. Geil. Finde heraus, was das mit der Paktflotte geschehen ist. Nicht schlapp machen, Leute. Mordremos hat den Pakt schwer getroffen. Wir müssen den anderen jetzt zu Hilfe kommen. Das kann nicht lange dauern. Prinzipiell. Alter, das ist ja richtig runtergeschlüpft. Runtergebrochen. Ach, ihr Götter. Was für ein Haufen Trümmer.
einem Massaker hatte ich gerechnet. Aber das, Mordremus hat die ganze Flotte vom Himmel geholt. Bei den Geistern. Könnte doch jemand überlebt haben? Wir müssen da runter! Schnell! Spring doch. Schaffst du. Ich sehe ein Lager. Lager heißen Überlebende. Quatsch. Gehen wir. Graham, komm zurück. Lager heißt nicht Überlebende. Hey, der Befehlsverweigerer. Ich bin der Kommandeur. Ich kann ihn nicht ansprechen. Ich kann ihn nicht stoppen. Hier, ich lauf vor, ne? Okay, ich lauf nicht vor. Lauft ihr vor. Lieber, dass ihr drauf geht, als ich. Also hier fallen Trümmer vom Himmel, krass. Hier ändert sich die Spielwelt. Ich bin der Geikens Sohn. Ich will wissen, wo sie ist. Braham, ihr könnt nicht einfach so losrennen. Wir sind in feindlichem Gebiet. Larantir, freut mich, dass ihr noch lebt. Ich brauche sofort einen Statusbericht. Ihr seid ein willkommener Anblick, oh. Kommandeur. Die Lage ist trostlos. Mordremos hat die Flotte völlig vernichtet. Der Pakt ist am Ende. Traherne und die Klinge des Schicksals hat man gefangen genommen. Sie leben, werden aber vermisst. Und die übrigen Soldaten vertrauen mir nicht mehr. Und das überrascht euch? Scarlet, Aaron und jetzt das hier. Mordremos lässt seine schmutzigste Drecksarbeit doch immer von Silvari verrichten. Wir müssen die Verteidigung hier ausbauen. Unser Hauptaugenmerk sollte der Bergung von Waffenteilen an der Absturzstelle gelten. Was wird aus unseren Kameraden in der Höhle? Der Pakt lässt die Seine nicht im Stich. Seht euch doch um. Den Pakt gibt es nicht mehr. Und die Gefangenen, die ihr retten wollt, sind vermutlich bereits tot. Denkt doch einmal drüber nach. Wir brauchen mehr Leute. Sonst wird jeder Bergungstrupp, den wir aussenden, verschwinden wie die anderen. Das hilft uns nicht weiter. Sagt uns einfach, wo die Klinge des Schicksals ist, bitte. Larantir, haltet euch bereit. Ich muss mal darüber nachdenken. Wie auch immer Larantir ist. Entscheidet euch, ob ihr nach den Gefangenen sucht oder die Verteidigung des Lagers verstärken wollt. Optional holt euch Rat und zusätzliche Informationen von den anderen. Also, entweder sein oder seine. Diesmal hat Larantir recht. Wir müssen die Paktgefangenen befreien. Logik und Pflicht verlangen es. Konzentrieren wir uns auf den Schutz der überlebenden Soldaten. Wir sollten ein paar Turmersatzteile auftreiben, um diese Stellung zu sichern. Das ist ganz schön gruselig. Die Klinge des Schicksals wurde auch gefangen genommen. Könnten wir Larantirs Soldaten, finden wir vielleicht eine Spur. Wir brauchen Nachschub und Verstärkung, um diese Position zu befestigen. Sonst gehen wir alle drauf. Ich würde eher sagen, wir suchen nach den Gefangenen, dann sind wir nachher mehr Leute. Das Lager können wir wieder aufbauen, notfalls. Wer war jetzt wer? Ich glaube, er war das. Wir müssen die Gefangenen aus den Höhlen der Nähe retten. Die Mordrim hätten sie töten können. Haben sie aber stattdessen Leben mitgenommen. Die Mordrim müssen einen Plan verfolgen. Mir graut es bei dem Gedanken, was für einer das sein könnte. Habt ihr einen schönen Rettungstrupp aufgestellt? Es war nicht möglich. Meine Truppen weigerten sich, ihr Leben dadurch zu riskieren, dass meine Befehle Folgeleiden sind. Vor allem, weil es sich bei den Gefangenen um Silvari handelt. Sie fürchten, ich führe sie in eine Falle. Sie werden mir folgen. Lasst uns mit dieser Rettungsmission beginnen. Alle Mann hier hören. Wir haben eine schwere Schlappe erlitten, aber wir sind noch längst nicht geschlagen. Larantir ist immer noch euer befehlshabender Offizier. Und ich vertraue ihm voll und ganz, klar? Ja, Kommandeur! Larantir wird sich dem Bergungs- und Rettungstrupp anschließen. Alle, die nicht zum Trupp gehören, grabt euch ein und baut diese Position aus. Und jetzt folgt mir. Wir sollten keine Leben mehr riskieren, um Silvari-Gefangene zu retten. Sie sind bereits fort. Die Silvari gehören Mordremos. Nicht alle von uns. Die Verlorenen. Die Willensschwachen. Diese Silvari sind verwundbar. Der Rest von uns wehrt sich. Er hat recht. Mordremos will, dass wir uns gegeneinander wenden. Wollt ihr dem Feind in die Hände spielen? Nicht in diesem Leben. Geht nur, rettet eure Gefangenen.
Ich bleibe hier und beschütze die Kameraden, denen ich trauen kann. Gut. Nehmt Larant hier zur Befreiung der gefangenen Soldaten mit. Schaut nicht so besorgt, Graham. Er kann auf sich selbst aufpassen. Ein weißes, altes Genie hat... Wir gehen nach unten. Blutspuren, aber keine Leichen. Sieht nicht gut aus. Stoppt sie! Haltet sie von den Käfigen fern! Ich schaffe das nicht allein! Was zum... Au, okay. Das war respekteinflößend. Für kurze Hört Zeit. Mich irgendwer! Wir sind hier oben! Kommandeur, habt ihr das gehört? Es kam von über uns, vom oberen Treppenabsatz dort. Ja, Kermit. Der Gegner sammelt Leichen und Gefangene. Das ist das erste Mal, dass wir einen Eindruck davon bekommen, wo sie landen. Oh. Mach den weg. So, kurz mal warten, bis mein Leben wieder voll ist. So. Immer ist die Folge zu Ende. Das kann doch nicht wahr sein.